haben Sie eine Chance. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen 77. Warum haben Sie das getan? Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie. Sie darf nicht werden. Wie Sie. Und sie haben mir einen Namen zugezwitschert. Blake Dexter. Ein Waffenschieber erster Klasse mit einem ganz besonderen Interesse an ihrem Mädchen. Dexter bewohnt die obere Etage des Terminus Hotels. Und seine Leute schotten ihn ziemlich gut ab. Aber ein Mann, der so tolle Fähigkeiten besitzt wie sie, lässt sich davon doch sicher nicht abschrecken. Viel Glück, mein Bester. Nein, natürlich nicht. Hallo? Hotel Terminus, runtergekommen aus dem späten 19. Jahrhundert. Wie es aussieht, hat bestimmt mehrere Zugänge. Welchen nehmen wir? Ich glaube, wir müssen so oder so hinten rum. Oder? Ne, warte mal, hier vorne können wir auch eigentlich eiskalt reingehen. Aha. Liegt hier irgendwas Interessantes? Ne, wo kommen wir denn jetzt? Was ist hier los? Liegt hier wirklich nichts Interessantes? Muss da irgendwas liegen, ne? Okay, hier ist schon mal keiner. Kommt er hierher? So, irgendwie pfeifen oder so geht nicht, wa? Scheiße, Mann. Da ist einer. Scheiße, Mann. Oh fuck. Kennst du den Kerl? Mann, hat echt Nerven. Ich hätte ja keinen Bock, in einer überfluteten Grube mit Strom zu hantieren. Nicht für eine Million Dollar würde ich das machen. Nie im Leben. Echt. Das ist Joe. Er ist sowas wie eine Legende in der Stadt. Ganz ehrlich. Was machen wir denn jetzt? Ich überlege. Ich verkleide mich als den. Als der Typ da. Komm mal mit, Kleiner. Komm mal mit. So, wo stecken wir dich jetzt hier rein? Hier war doch so eine Kiste, oder nicht?
loswerden. Und tschüss. So, muss das laufen? Was liegt hier? Jetzt normalerweise können wir doch an den vorbeilaufen. Ne, warte mal, die sind ja genauso verkleidet wie wir. Aber ich habe noch meine gelbe Energie oder wie das heißt. Wie hieß das nochmal? Verdammt. Ich glaube da hinten können wir lang. Wer ist der Typ? Kommt mir verdammt bekannt vor. Wow, das wäre fantastisch. Du bist der Beste. Du bist der Beste, Sabotage. Soll ich den erledigen? Was soll ich denn damit anfangen? Das sieht aus. Ruhig, Junge, ruhig. Den. Geh weg. Nein, ich hab's schon wieder versaut. Oh fuck. Soll ich die jetzt ausbauen? Soll ich die kaputtballern allesamt? Ich weiß nicht. Stimmt's? Lassen Sie die Geisel gehen. Na, wie wär's? Was meinen Sie? Nö. Helfen Sie mir! Nee, ist doof. Kontrollpunkt. Oh, Schadensbegrenzung, sorry. Kontrollpunkt nochmal neu laden. Scheiße, Mann, das war nicht gut. Ich dachte mir sowieso schon, dass es nicht so gut ist, den da wegzuholen, weil da ja einer in der Nähe ist. Oh Mann. Machen wir das nochmal. Kommen wir jetzt gucken. Scheiße, da will mir doch jemand an die Eier, aber nicht so wie ich es gern mag. Hast du recht, ausnahmsweise. Ich hab scheiß Hunger. Gott. Mach doch! Was war das denn jetzt? Warum? Weil ich gerannt bin, ne? Scheißdreck. Komm mit, Junge. Das war doof schon wieder. Mein Gott! Warum stelle ich mich manchmal so dumm an, einfach nur? Das war genauso dumm wieder. Warum habe ich mich nicht verkleidet erst? Du sollst an die Kante mit A. Achso. Geht doch. Da ist doch so ein Wartungsboy. Er ist ein Wartungsboy. Okay, gut. Dann nehmen wir seine Kleidung. Oder? Warte mal, da oben waren aber so viele von denen, wa? Ich
muss auf jeden Fall erstmal aus dem Minusbereich der Punkte rauskommen hier irgendwie. Was ist denn jetzt los? Hallo? Hey! Wie hat er den denn entdeckt jetzt? Hat er irgendeine Arbeit gemacht, der... Der hat irgendeine Arbeit gemacht und dann ist er darauf aufmerksam geworden, ne? Scheiß die Wand an, Alter. Boah! Dann schalte ich euch eben alle aus. Nur ich will nicht unbedingt rumballern. Ohne Ende. Ist da plötzlich keiner mehr? Lalalala. Kennst mich nicht? Was? Ah. Dieses Ding ist die meiste Zeit kaputt. Mann. Ich frage mich echt gerade, wie ich da jetzt... Wo genau muss ich denn jetzt hin eigentlich? Ah. Da vorne kann ich auch noch was sabotieren. Hallo? So, Kontrollpunkt erstmal aktiviert, ey, mein Gott. Verkleiden. Was ist hier? Verlassen. Nee, da wollte ich gar nicht rein. Wo ist denn mein Ziel eigentlich? Wo muss ich denn hinten? Da oben. Ach, da oben. Okay, alles klar. Ich frage mich echt gerade, wie ich da hinkomme. Sieht komisch aus, oder? Lalalala, du kennst mich nicht. Wir gehen jetzt hier vorbei. Warte mal. Boah, ich bin so angespannt, dass ich... Boah, es ist so schlimm. Ich weiß gar nicht, wie ich nach oben komme. Bist du einer von mir? Nein. Dann kann ich an dir, kann ich ja vorbeigehen, dann müsste ich... Hallo. Ja, genau, wie geht's dir? Aha. So, jetzt sind wir schon mal eine Stufe höher. So wie ich das haben wollte. Aber ich... Da unten ist die Tür. Bin ich bescheuert? Hä? Mann, was für ein Prachtweib. Also ganz ehrlich, wenn ich sagen wir 20 Jahre älter wäre, oh Scheiße. Die wäre echt was für mich. Hey, oh, ja. Lass mich nicht so an. Hatte schon immer eine Schwäche für die Frechen. Was? Wie denn? Ja, Mann, ich auch. Die Frechen sind die geilsten, ne? Die schlägt, aber nur ein bisschen. Das ist genau so. Genau so. Ein bisschen Schläge muss sein. Wo bin ich eigentlich gerade? Oh, Beweis. Das ist mir scheißegal. Weißt du, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt? Mich und Arschlöcher. Und es ist klar, wozu du gehörst. Leute, wo muss ich lang? Arschloch. Wäre Arschloch zu mein Verbrechen, würde man dich kassieren. Öffentlich. Muss ich den anderen erzählen? Klar. Vielen Dank. Linke Schneide? Vollidiot. die Unterhaltungen sind auch nicht schlecht gemacht. Boah, Leute, ich weiß gar nicht, wo wir... Wollen wir einfach mal überall durchgehen, so, weißt du, mal ein bisschen...